Ja, hallo Frau Weiss, Freunde, YouTube-Kanal Kriegel 79, Samstag, 26. Oktober. Wetter. Ja. Neblig, trüb. Ja, Herbst, halt. Okay, was machen wir? Ich nehme euch mit in die Kegelbahn. Wir haben eine automatische Kegelbahn in Nebengebäude, sage ich mal, und ja, das ist, das hat mein Großvater 1959 gebaut, die Kegelbahn, und 2016, glaube ich, nein, ich glaube 18, 2018, glaube ich, haben wir das Gebäude renoviert, also isoliert, Innenausbau neu gemacht. Und ja, Fenster haben wir vorher mal erneuert. Ja, und ja, jetzt ist das wieder ein wunderschöner Raum zum Kegeln und für Vereinsanlässe. Ich zeige euch mal, wie es hier ausschaut. Also ihr seht, der Staubsauger ist noch bereit. Ich bin hier noch am Putzen, am Saubermachen. Für heute Abend kommt der Einwohnerverein Bächli. Und die haben heute Jass- und Kegelabend. Und ja, da, die einen werden kegeln hier im Kegelgebäude und die anderen werden im Gasthaus jassen. Wie schon gesagt, 2018 haben wir das Gebäude renoviert. Alles schön ausgekleidet mit Holz wieder und natürlich isoliert, neue Fenster. Das Einzige, was eigentlich noch alt ist, seit 1959, ist die Kegelbahn an sich. Die ist, ja, bald, Jesus Gott, die ist ja bald 70 Jahre, kann das sein, 59? 60 Jahre? Leck doch mir. Ja, jedenfalls schon, ja, 65-jährig, bald. 59, ja, ist sogar 65-jährig. Und ja, funktioniert immer noch einwandfrei. Und seit wir das Gebäude hier gemacht haben, ist es auch wirklich wird wieder gut besucht von Vereinen und von Einheimischen und Gästen. Können wir diese Kegelbahn wirklich mit gutem Gewissen wieder vermieten. Und das macht Freude, das ist so. Also, ja, ich muss jetzt noch die Kegelbahn blochen, also mit der Blochmaschine. Wieder polieren eigentlich das Ganze und dann Staubsaugen, bin ich fertig. Ja, nachher ist eigentlich soweit der Raum wieder bereit zum Beziehen. Das kleine Elektroöffeli ist zum leicht antemperieren und nachher haben wir dann noch ein schönes Schmineöffeli, um den Raum auf Temperatur zu bringen. Die Bahn ist wunderbar schön poliert, glänzt wie wahnsinnig, sehr schön. Also, ja, die Kegelbahn ist soweit bereit und der Raum auch fast schon soweit bereit für den Einwohnerverein Bächli heute Abend. Ja, wir freuen uns. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Beitrag hat euch gefallen über unsere Kegelbahn. Ja, ist ja schon fast eine aussterbende Spezies, die Kegelbahnen, aber ja, ist nach wie vor eine lustige Sache, interessantes Spiel, braucht Könnengeschick und zum Teil auch etwas Glück, ist ja logisch,
aber macht immer noch Spaß und vor allem mit so einer altehrwürdigen Kegelbahn, die 65-jährig ist und immer noch läuft, das muss man erstmal schaffen, so etwas. Okay, also hoffe, der kleine Beitrag hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen, unbedingt abonnieren, Daumen hoch, ganz wichtig, dass ich da im YouTube weiter nach vorne komme. Nee, also, macht was ihr wollt, habt ein schönes Wochenende, bis bald, ein andermal, tschüss zusammen, ciao.